Hallo Kalikschu und willkommen zu diesem wunderbaren neuen Video. In meinem letzten hatte ich ja gesagt, dass ich noch gar nicht so krass in meiner Stimmung bin. Das hat sich komplett geändert. Ich bin so tief drin wie noch nie. Ich war in der Stadt und es war alles schon so schön dekoriert und ich liebe es halt einfach so durch Geschäfte zu bummeln, wenn die ihre Weihnachtsdeko-Sachen draußen haben. Ich finde es so schön und ich musste so lachen, weil ich habe auf Insta gepostet, dass Weihnachten meine Lieblingsjahreszeit ist, um eben Deko wenn dann zu kaufen oder selber zu machen oder allgemein Weihnachts-DIYs. Und dann haben mir sehr viele von euch geschrieben, Cassie, Weihnachten ist keine Jahreszeit. Ja, das stimmt wohl, aber es fühlt sich so an, weil es einfach so lange ist und man es so richtig schön zelebrieren kann. Und genau das machen wir heute. Ich habe wieder ein paar richtig coole Weihnachts-DIYs und Deko-Ideen für euch zusammengestellt. Ich hoffe, die gefallen euch. Aber vorher schreibt mir noch super gerne in die Kommentare, für wen ihr Geschenke-Inspo braucht. In den nächsten Videos kommen nämlich dann DIY-Geschenk-Ideen. Also schreibt mir gerne, ob ihr eher was für eure Eltern oder Partner oder Freundinnen oder so braucht, damit ich einfach euch perfekte DIYs liefern kann. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß bei meinen DIY-Deko-Ideen und ich würde sagen, los geht's! Sagen, wir starten direkt mal mit einem richtig einfachen, aber sehr süßen DIY, für das ihr Draht braucht. Allerdings keiner, der so mega weich ist, sondern einer, der sich ein bisschen schwerer biegen lässt und einfach, ja, stabiler ist. Wer auf jeden Fall nicht stabil ist, ist Myla. Schaut euch an, wie sie einfach die ganze Zeit im Hintergrund chillt im Video. Es ist so witzig, aber sie liebt es einfach, zwischen diesen Kissen eingepackt zu sein. Aber ja, weiter geht's hier mit dem Tutorial. Diese Styroporform habe ich im Bastelshop gefunden. Die gab es dann in verschiedenen Größen, aber die braucht man nicht unbedingt. Also ist ganz praktisch, aber wie gesagt, wenn ihr sie nicht zu Hause habt, dann gar kein Thema. Es geht jetzt nämlich einfach darum, den Draht in eine Christbaumform zu biegen. Damit das aber kein Drahtbaum bleibt, brauchen wir jetzt im nächsten Schritt Perlen. Und ich hatte da noch diese Holzperlen übrig. Ich glaube, die waren mal eine Herbstgirlande. Ich mache es voll oft so, dass wenn ich ein DIY nicht mehr benutze, das einfach wieder in die Einzelteile zerlege und dann halt irgendwann wieder recycle in einem anderen DIY. Solche Perlen findet man auf jeden Fall super oft in den Bastelabteilungen von 1-Euro-Shops. Da habe ich auf jeden Fall meine her. Und das einzig Wichtige, worauf ihr achten müsst, ist, dass die Öffnungen von den Perlen groß genug sind, dass sie über den Draht passen. Kleine Fail-Story noch. Ich hatte mir diese weißen Perlen hier noch gekauft und die haben einfach nur auf einer Seite ein Loch. Wow, ich habe es einfach nicht gesehen in der Verpackung, aber die waren zum Glück aus Papier und deswegen habe ich einfach den Draht da ordentlich durchgebohrt. Ich muss sagen, es hat ziemlich weh gemacht in meinen Händen. Deswegen von mir der Tipp an euch, achtet einfach drauf, dass eure Perlen auf jeden Fall groß genug Löcher haben oder überhaupt welche. Und die Enden habe ich dann einfach so umgebogen, dass die Perlen eben nicht mehr rausrutschen können. Und dann fehlt noch eine letzte Kleinigkeit und zwar ein Stern. Da hatte ich auf jeden Fall schon einige so Dekosterne zu Hause und habe die dann mit meinem besten Freund, dem Heißkleber, ganz oben auf die Bäume festgeklebt und tada, fertig ist das DIY. Freunde, ich habe übrigens auch noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch, falls ihr euch darüber freuen würdet. Und zwar gibt es nämlich ab heute zu jeder Bestellung im Kali-Cassie-Shop eine Autogrammkarte von mir dazu, beziehungsweise von mir und Myla. Ich habe extra eine gemacht im Weihnachtslook und ich finde die so cute. Die kommt wirklich in jedes Paket, ganz egal, was ihr euch bestellt, genauso wie die Thank-You-Karte. Ab heute gibt es nämlich auch ein neues Weihnachtsdesign. Da steht dann immer drauf, wer das Paket gepackt hat. Also wer dann Raffi, Tavi oder ich. Und eben zu jeder Bestellung auch meine Autogrammkarte mit dazu. Aber ganz wichtige Info noch, der Shop hat nur noch bis zum 16.12. offen. Bis nachts um 24 Uhr und dann ist er geschlossen. Nur bis zum 1.1. Wir machen eine kleine Weihnachtspause, denn erstens wollen wir dafür sorgen, dass auch alle Pakete, die bis dahin bestellt wurden, noch pünktlich zu Weihnachten da sind, falls sie eben unter Weihnachtsbaum landen sollten. Und zweitens haben wir jetzt, glaube ich, auch einfach eine kleine Weihnachtspause verdient, weil es so krass viel Arbeit und Zeit und Liebe war, die wir jetzt die letzten Monate da reingesteckt haben, damit das alles läuft. Und deswegen genau ein paar Tage durchschnaufen, die Weihnachtszeit genießen, wie ihr hoffentlich auch. Und ab dem 1.1.2023 ist der Shop dann wieder ganz normal live und alles geht wie gewohnt weiter. Ich weiß, viele von euch lieben meine Malen gegen Langeweile Videoreihe und deswegen habe ich mir gedacht, ich integriere auch in dieses Video ein richtig cooles Gemälde. Dafür braucht ihr eine Leinwand, wenn denn einen in Schwarz oder einen in Weiß, die ihr einfach dunkel anmalt, ist ganz egal. Ich habe mich hier für die weiße Leinwand entschieden und auch erstmal mit so warmen Tönen gestartet, weil ich halt wollte, dass es so einen, ja, cozy Unterton gibt. Deswegen genau, erstmal mit so einem helleren Braun und Gelb hingegangen und dann noch mit Grau. Und dann habe ich es immer weiter geschichtet und gelayert, bis es immer dunkler und dunkler und grauer wurde. Es ist so ungewohnt, mit so viel Grau zu arbeiten für mich. Ihr wisst, normalerweise bin ich immer ein Fan von sehr hellen, freundlichen und bunten Farben. Aber in diesem Fall, trusted process, es braucht so einen dunklen Hintergrund.
Weiter geht's mit einem runden Gegenstand, den wir jetzt als Vorlage benutzen, um einen Kreis auf die Leinwand zu zeichnen, nachdem wir die Acrylfarbe aus meinem Oberteil gewaschen haben. Auch immer eine zweite Face-Story, aber ich muss sagen, ja, das Oberteil ist nicht gerade prädestiniert dafür, um damit zu malen mit Farbe. Aber kleiner Reminder an euch, passt auf eure Oberteile auf. Aus diesem Kreis machen wir gleich eine richtig schöne Christbaumkugel und ich habe meine aber extra so platziert, dass sie links so ein bisschen über den Bildrand oder den Leinwandrand hinausragt. Ich weiß auch nicht, aber ich finde es so viel besonderer und cooler. Könnt ihr ja gerne nachmachen, falls euch das auch gefällt. Passend zu Weihnachten habe ich meine Christbaumkugel knallrot gemacht. Ich finde den Farbton richtig schön. Aber es ist auch noch super wichtig, da auf jeden Fall Lichter und Schatten drauf hinzuzufügen mit der Acrylfarbe, damit es einfach wirklich nach einer Kugel aussieht und nicht einfach nur ein roter Kreis ist. Sobald alles gut verblendet ist, geht es oben weiter mit dieser Aufhängung. Und ich frage mich gerade, gibt es einen offiziellen Namen für dieses Ding oben an der Christbaumkugel? Falls ja, schreibt es mal in die Kommentare. Und weiter geht's dann oben drüber mit ein paar Ästen, denn die Kugel muss natürlich eben irgendwo aufgehängt sein. Und deswegen, genau, malen wir jetzt ein paar Äste. Das könnte allerdings etwas problematisch werden, falls ihr so schäbige Pinsel habt wie ich. Leute, der ist wie einfach auseinandergekracht und das ist nicht das erste Mal. Ihr werdet es gleich sehen. Also hier Fail Nummer 3. Vielleicht habe ich auch irgendwo schlechte Karma-Punkte gesammelt und werde gerade irgendwie dafür bestraft. Nein, Spaß. Es kann ja immer was schief gehen und ich will euch damit auch einfach zeigen, dass selbst wenn sowas passiert wie das hier oder das nächste gleich, yep, noch einmal, dann müsst ihr auch nicht verzweifeln, sondern einfach lächeln, Krone richten, weitermachen und man kann immer noch was Schönes draus zaubern oder das wieder überdecken, so wie hier. Man sieht gar nichts mehr. Tada! Bei den Zweigen ist es auf jeden Fall super wichtig, ganz viele kleine, feine Striche zu machen und auch verschiedene Grüntöne zu benutzen. Ganz wichtig, damit es einfach ein bisschen mehr Tiefe bekommt und realistischer aussieht. Und am Ende habe ich noch weiße Linien on top gezeichnet, damit es so ein bisschen ja, einen Schneeeffekt hat. Und ich finde, so sieht es doch richtig gut aus, wenn es dann nicht ganz so grau wäre. Das passt doch gar nicht zu mir, aber das ändern wir jetzt. Und zwar mit ein paar richtig schönen Glitzerlichtern. Und dafür schnappt ihr euch jetzt jede Farbe in eurer Acrylfarbensammlung, die ihr möchtet. Und mal damit dann ganz viele Kreise in den Hintergrund. Die sollten auf jeden Fall in unterschiedlichen Größen sein und auch in unterschiedlichen Farbstärken. Das heißt, die Lichter, die theoretisch nah an der Kugel sind, die sollten kräftiger sein und die ein bisschen weiter weg sind, die müssen immer weniger Sättigung bekommen. So einen richtig schönen Tiefeneffekt zu bekommen, habe ich mir ein Wasserglas geschnappt und damit einfach wirklich nur noch die Reste der Farbe, die so im Pinsel drin waren, mit ganz viel verdünntem Wasser eben auf das Bild so aufgetupft zwischen die Punkte. Und das sind dann eben die Lichter, die weiter weg sind, die einfach nur so im Hintergrund noch zu sehen sind, die noch so ein bisschen leuchten. Es macht gleich alles Sinn, wenn ihr das Endergebnis seht. Aber vorher habe ich mir gedacht, ich schnappe mir noch eine Sache aus der Küche und zwar diesen Feenglitzerstaub. Alle von euch, die mir auf Instagram folgen, haben sicher schon gesehen, dass ich das auch bei einem anderen Bild gemacht habe und ich finde es einfach so schön. Es kommt leider auf der Kamera hier gar nicht so krass rüber, weil einfach das Licht fehlt, aber wenn ich so drauf schaue, hier ist es mega. Es glitzert so krass und gibt halt nochmal so voll viel ja, Lichteffekte ab und macht es einfach noch weihnachtlicher und deswegen habe ich auch noch Merry Christmas draufgeschrieben und das hier ist das Endergebnis. Jeden Winter gibt es zwei Dinge, von denen ich einfach viel zu viel habe. Und zwar erstmal Kerzen und Weihnachtstassen. Ich meine, schaut euch das an. Das sieht so süß aus. Es gibt immer mega viele verschiedene schöne Farben und Designs. Und auch diese Henkel. Ich konnte sie nicht mitnehmen, Leute. Ich glaube, ihr versteht mich. Und deswegen dachte ich mir, ich kombiniere einfach mal die zwei Sachen, die ich so gerne mag. Und mache eine Tassenkerze. Ist übrigens auch das perfekte Weihnachtsgeschenk. Also bleibt unbedingt noch dran, um euch dieses DIY anzuschauen. Und wir starten hier erstmal, indem wir eine Kerze, die nicht so cute ist oder vielleicht ihr auch recyceln wollt, einschmelzen. Dafür habe ich mir die hier genommen, die ich im 1-Euro-Shop gekauft habe. Die riecht zwar nach Kokos, aber ich finde Kokos und Vanille zum Beispiel kann ich das ganze Jahr anhaben. Die kommt dann auf jeden Fall bei so circa 80 Grad in den Ofen. Es hat so ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis die komplett geschmolzen ist. Und dann geht's weiter. Der Schritt hier ist optional. Ich hatte noch so Candle-Farbe, um die halt einzufärben. Man kann aber natürlich auch einfach schon Kerzen nehmen, die halt von Grund auf eine Farbe haben, wenn man das möchte. Oder einfach mit weißer Farbe gehen. Also ist ja auch immer schön. Die Farben hier habe ich euch auf jeden Fall auf meiner Amazon-Seite verlinkt, falls ihr das nachshoppen möchtet. Und ich habe mich hier jetzt für Gelb entschieden, weil ich halt möchte, dass es aussieht, als wäre das Tee in der Tasse. Thank you.
Den Docht und auch diese Halterung habe ich auch in einem Set auf Amazon gekauft. Das gibt es aber auf jeden Fall in jedem Bastelshop, falls ihr das direkt holen wollt und nicht online bestellen möchtet. Aber wie gesagt, auch alles auf meiner Seite verlinkt. Und dann dachte ich mir, okay, als kleines Special nehme ich noch so einen Faden von dem richtigen Teebeutel und gebe es dann mit ins Wachs rein, ganz am Rand, sodass die Flamme da auf jeden Fall nicht drankommt. Aber dann sieht es halt noch realistischer aus. Bevor wir aber zum Endergebnis kommen, schauen wir uns erstmal noch diese furchtbare Streichholzverpackung an. Oh Gott, Leute, diese Designs, ich kann nicht mehr. Ich dachte mir, das müssen wir einfach viel mehr Ästhetik hinbekommen. Und deswegen habe ich mir so ein schönes Gefäß gekauft und diese Washi-Tapes hier geschnappt. Die habe ich alle mal bei Teddy gekauft und ich finde die Designs davon so süß. Und damit verschönern wir jetzt das Glas. Rein damit. Dann fehlt aber noch eine ganz wichtige Sache und zwar diese braune Fläche, mit der man dann das Streichholz entzünden kann. Deswegen habe ich mir die einfach von der Verpackung weggeschnitten und überlegt, die auf den Boden von meinem Glas zu kleben. Und drunter kommen aber noch diese Sticker. Das sind einfach random Sticker. Ich weiß gar nicht, woher die genau sind, aber die schützen einfach mein Glas, sodass, wenn diese braunen Flächen eben abgenutzt sind, ich das Glas wieder verwenden kann, indem ich einfach die Sticker abziehe und nicht eben diese Flächen direkt auf das Glas draufkleben muss. Und das ist nicht nur die perfekte Deko für einen selber zu Hause, sondern auch ein richtig schönes Geschenkset, finde ich. Gerade in Kombination, diese Tassenkerze zusammen mit den Streichhölzern und noch ein paar Kekse in dem Glas, sieht es so süß aus. Ich würde mich übertrieben freuen, wenn mir jemand das machen würde. Und das Coole ist halt, sobald die Kerze dann irgendwann abgebrannt ist, kann man natürlich die Tasse einfach reinigen und hat dann wieder die Tasse übrig und kann sie so auch immer wieder verwenden. Ich habe übrigens mitbekommen, dass einige von euch meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Macht das doch unbedingt, dann könnt ihr jeden Samstag um 10 Uhr ein DIY-Video von mir sehen oder manchmal auch Vlogs. Auf jeden Fall immer sehr cooler und hoffentlich inspirierender Content für euch. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, habe ich noch ganz schnell die Videofrage, die heute von Henrike kommt. Wenn jemand dir vor ein paar Jahren, wo du mit YouTube angefangen hast, gesagt hätte, dass du mal so erfolgreich wirst, hättest du das geglaubt? Nee, auf keinen Fall. Aber ich hätte es mir auch damals überhaupt nicht vorstellen können, weil als ich mit YouTube angefangen habe, 2014 war das. Wie lange schon her, oh Gott. Damals gab es halt Influencer sein noch gar nicht und all das, was sich jetzt da draußen noch mit ergeben hat, sowas wie eigene Produkte oder so, das gab es noch gar nicht. Und deswegen hätte ich mir das gar nicht vorstellen können, selbst wenn es mir jemand vorhergesagt hätte. Ich bin auch jeden Tag so unfassbar dankbar für euch als Community, dass ich hier meinen Traum leben darf und jeden Tag das machen kann, was mir am meisten Spaß macht. Und das ist mittlerweile für mich auch die wahre Definition von erfolgreich sein. Ich habe das viele Jahre so auch an Abozahlen oder so gemessen zum Beispiel oder Views. Aber mittlerweile ist für mich erfolgreich sein, wenn man was gefunden hat, was einem richtig viel Spaß macht, was einem Sinn im Leben gibt und was man einfach von Herzen gerne tut. Und dass ich das jeden Tag machen darf, das ist für mich das allergrößte Glück. Und deswegen, ja, fühle ich mich für mich persönlich erfolgreich und bin euch sehr, sehr dankbar. Alle Jahre wieder wird es Zeit, die Girlande in unserem Schlafzimmer auszutauschen. Ich liebe ja Girlanden. Ich finde, es ist so eine mega schöne Deko. Besonders über dem Bett, Sofa oder auch über dem Schreibtisch macht es immer einen total schöner Unterschied, wenn man da was hängen hat. Und deswegen wird es jetzt Zeit, daraus etwas Weihnachtliches zu zaubern. Dafür braucht ihr nur Christbaumkugeln und Nylonfaden. Der ist einfach dafür da, dass man ihn nachher nicht mehr sieht, weil er wirklich komplett durchsichtig ist. Also richtig praktisch. Und dann habe ich mir verschiedene Christbaumkugeln geholt. Einmal in Rot und in Gold. Ich liebe einfach die Kombi. Ich finde, es sieht immer total edel und cozy und schick aus. Aber ihr könnt natürlich jede Farbe nehmen, die ihr schön findet. Und dann fädelt ihr einfach die Kugeln auf den Nylonfaden auf und knotet sie dann an der Stelle, wo ihr sie haben möchtet, in den gewünschten Abständen regelmäßig fest. Ich glaube, das wird gleich richtig schön aussehen, aber ich habe noch eine Idee zu einer zweiten Girlande und dafür habe ich mir meinen Laptop geschnappt und habe nämlich auf Pinterest eine Vorlage zu so einem Lebkuchenmännchen gefunden. Verlinke ich euch gerne in der Infobox, man kann es aber natürlich auch super easy selber zeichnen, also die Form ist richtig einfach. Aber wer meine Videos schon ein bisschen länger schaut, weiß, dass ich Vorlagen über alles liebe und immer eine verwende, wenn irgendwie die Möglichkeit besteht. Ich meine, warum auch nicht? Und deswegen, genau, habe ich mir das ausgedruckt und dann einfach mit einem weißen Marker diese Form nachgefahren. Und dann würde ich sagen, ändern wir die Girlande in 3, 2, 1, tada! Die Lebkuchenmännchen kann man natürlich auch an einen Faden machen, aber ich habe sie einfach mit Tesa direkt an die Wand geklebt. Ging einfacher und schneller so für mich, finde ich. Und ich liebe das Endergebnis. Ich finde, es sieht so stylisch aus und einfach total weihnachtlich. Neben
einer Girlande habe ich auch immer meine Wandcollage. Und das hier war noch die vom Herbst, die mittlerweile schon einfach fast abfällt. Also es wurde auf jeden Fall Zeit, die mir auszutauschen. Und ich muss auch sagen, nach so ein paar Monaten habe ich auch einfach dann genug von den Fotos. Und deswegen habe ich mir eine neue erstellt. Wie immer auch für euch auf Pinterest eine neue Pinnwand angelegt und dort ganz viele richtig schöne Weihnachtsmotive reingezogen. Meine Favorites davon habe ich dann einfach abgespeichert und in eine Word-Datei kopiert, so groß gemacht, dass sie über die ganze Seite geht und bin damit dann zum Copyshop, um das dort auszudrucken. Das geht natürlich auch zu Hause, aber unser Drucker ist absoluter Mist. Da kommt nichts schön raus und deswegen fahre ich dafür für so besondere Sachen immer zum Copyshop. Die Nummer 1 Frage, die ich jedes Mal bekomme, wenn ich die Collage zeige, ist, wie bekommst du sie befestigt? Und das hier ist die Lösung. Ich benutze Uhu Patafix. Es ist keine bezahlte Werbung. Ich habe davor das auch schon oft mit Tesa gemacht, aber das hält einfach nicht so gut bei mir. Und mit diesen Bobbles geht es richtig gut. Das Coole bei solchen Collagen ist halt, dass man sie auch jedes Jahr einfach wiederverwenden kann. Deswegen packe ich die Bilder einfach wieder zurück in meinen Dekoschrank. Und hier haben wir dann das Before und After. Es ist auf jeden Fall ein viel kühlerer und weihnachtlicher Look. Mir gefällt es richtig gut und es macht so einen krassen Unterschied im Zimmer. All I want for Christmas is you, baby. Woo. Okay, ich kann nicht singen, aber ich hoffe, nach diesem Video seid ihr genauso in Weihnachtsstimmung wie ich und ihr habt ein paar coole neue Ideen, wie ihr euer Zimmer ein bisschen weihnachtlicher gestalten könnt. Schreibt mir jetzt unbedingt in die Kommentare, welches DIYs euch am besten gefallen hat. Ich bin wie immer sehr gespannt, wie eure Meinung ist. Und auch wie immer, falls ihr was davon nachmacht, schickt mir unbedingt ein Foto davon auf Instagram. Ich würde mich mega drüber freuen. Ich heiße genauso wie hier Kali Cassie. Da könnt ihr auch jeden Tag was aus meinem Leben sehen. Übrigens, wenn ihr das hier gerade pünktlich schaut, bin ich in Barcelona. Falls ihr ein bisschen Travel-Content wollt, kommt rüber zu mir in die Story. Und schaut natürlich sehr gerne in meinem Shop vorbei. Da gibt es, wie gesagt, ab heute bis zum 16.09. zu jeder Bestellung meine Autogrammkarte mit dazu. Und denkt auch dran, nur bis zum 16.09. ist er noch da. Und dann hoffe ich, dass ich ganz viele von euch mit dieser Autogrammkartenaktion eine kleine Freude machen kann, auch wenn es nur ein Stück Papier ist. Aber ich weiß, viele freuen sich mal darüber. Deswegen habe ich die extra produzieren lassen und ganz, ganz viele davon unterschrieben. Und ansonsten abonnieren nicht vergessen, damit wir uns in meinem nächsten Video, nächsten Samstag um 10 Uhr, wiedersehen. Und bis dahin, bleibt gesund und macht's gut, Leute!